das hier ist entweder ein guter Deal oder eine ziemlich schlechte Idee. Ja, wie man schon sehen kann, 32 Zoll, das wird wohl irgendwie ein Monitor oder sowas sein. Ja, es ist ein Monitor, kein Fernseher. Was daran interessant ist, es ist ein 4K-Monitor. Es ist einer, der zumindest eine halbwegs brauchbare Farbabdeckung hat. Also nicht so, nennen wir es mal Gaming-Zeugs. Gaming-Zeugs hat meistens mäßige Farben. Der hier ist zumindest ein bisschen kalibriert. Ist ganz praktisch für Bildbearbeitung oder Videofu, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf achte, wenn ihr meine Videos guckt, wisst ihr das ja. Was an dem halt ein bisschen besonders ist, der hat mich 80 Euro gekostet. Ja, natürlich gibt es einen Haken-Defekt. Ja, gucken wir mal gleich mal, ob es der Defekt ist, der angegeben ist. Wenn ja, ist er erträglich und mit Glück kriegen wir ihn repariert. Na, zerlegen wir es mal, gucken, was rauskommt. Und ja, also, prinzipiell, die Verpackung ist zumindest mal nicht komplett kaputt. Das ist hilfreich. Kam mit einem Versanddienstleister, dem ich jetzt nicht so viel Erfahrung hatte. Dafür, dass es als defekt verkauft wurde, hat sich der Händler wenigstens Mühe gegeben, das Ganze so zu verpacken, dass es nicht komplett kaputt hier ankommt. So. Hat aktuell so den Vibe von, wir packen mal alles dran, was wir noch an Verpackungsmaterial haben. Sogar mit dem Anschlusskabel, DisplayPort oder sowas. Nee, HDMI ist es. Kann man immer brauchen. Was ist das? Stromkabel? Jo, ein Kaltgerätekabel. Okay, externes Netzteil. Was frisst's? 12 Volt, 4 Ampere, 48 Watt. Sehe ich ja jetzt erst. Versandetikett. Definitiv nicht meine Adresse. Könnte der Händler sein. Egal. So, das ist unten. Ach so, ja, stimmt. Es war kein Ständer dabei. Und der Simmer. Okay. Geraffel aus dem Weg. Und, ja. So sieht das Ding dann fertig aus. Und das Ding hat zwei Defekte. Einen, der mich so ziemlich gar nicht interessiert und einen, der mich wohl oder übel ein bisschen interessieren muss. Der eine ist, hier ist ein Riss im Bezel drin. Das heißt also, da ist nicht mehr ganz so viel Stabilität da. Stört mich zum einen nicht, zum anderen, hey, da macht man die Bezel ab, schmiert ein bisschen Kleber dahinter, das passt schon. Der zweite ist aber, eine Pixelreihe, die ist aus. Die ist aber nicht in der Ecke aus, sondern die ist irgendwo hier aus. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass das direkt eine direkte Folge von dem hier ist. Eventuell, dass es durch einen Sturz auch so ist. Mit Glück können wir einfach die Hotbar ein bisschen nacharbeiten und es geht wieder. Mit Pech halt nicht. Ja. Ansonsten, der Hersteller hier, gute Frage. Yashi, habe ich noch nie gehört. Und Modellnummer steht hier drauf. YZ2815. Maximaler Stromverbrauch 35 Watt. Klingt gut. Und ja, haben ein paar Lautsprecher drin. Wir haben hier unten Bedienelemente, die qualitativ jetzt nicht so hochwertig aussehen. Und wie gesagt, leider in dem Fall hier kein Ständer dabei. Das wusste ich aber schon vorher. Im Zweifelsfall, hier hinten gibt es ja VESA-Mount. Kann man irgendeinen anderen VESA-fähigen Ständer dran machen, da werde ich bestimmt noch irgendwas hier finden. Na gut, würde ich sagen, wir klemmen das Ding einfach mal an und gucken erstmal, ob wir tatsächlich nur die Fehler haben, die versprochen wurden. Das heißt also, dass der Rest noch funktioniert. Und ja, wenn, dann gucken wir weiter. Also erste Amtshandlung, wir testen mal, ob das Ding denn überhaupt irgendwas sagt. Das heißt also HDMI dran, Strom dran und mal gucken, was passiert. Und wenn wir den hier einstecken, dann... Ne? Okay, einmal einschalten, ja, okay. Da haben wir schon mal das Logo und wir sehen auch schon die entsprechende Linie hier, die nicht funktioniert. Wir sehen, die ist so bei ja, knapp links von der Hälfte. Und geht einmal komplett von oben nach unten. Und ja, ansonsten kein Signal. Was wir allerdings auch gesehen haben, hier oben in dieser Ecke, da scheint es eine Druckstelle oder sowas zu geben. Das ist auch nicht ganz in Ordnung. Hier beim No Signal sieht man es auch schön, dass da oben irgendwas
das Panel anscheinend belastet. Aber gucken wir mal besser mit Signal. Das heißt, wir machen mal den Laptop dran und versuchen mal da Ausgang drauf zu kriegen. Und da sind wir jetzt hier mit einem grauen Bild. Und ja, hier kann man es auch eindeutig nochmal sehen. Die entsprechende Linie in der Mitte, was in Wahrheit dummerweise zwei Linien sind. Ja, so viel zur Beschreibung. Aber gut, sie sind sehr dicht beieinander. Also, naja. Und entsprechend oben halt diese Stelle, wo irgendwie eine Verfärbung im Display ist, die auch nicht so gesund aussieht. Nur gut. Interessant im Übrigen, wie sich dieser Fehler äußert. Denn ja, je nachdem, was für eine Farbe man hat, sieht man den Streifen oder nicht. Die Dinger sind also nicht komplett kaputt, sondern es sind tatsächlich nur einzelne Farben, die nicht das machen, was man eigentlich erwartet. In dem Fall hier, die linke ist rot, die rechte ist grün. Die rote, die hängt fest auf Dauer an. Das heißt also, es wird immer rot angezeigt. Das heißt aber auch, alles, was rot drin hat, da fällt die Linie dann nicht auf. Das heißt also, wenn man zum Beispiel ein rotes Bild oder auch ein weißes Bild, weiß es ja alle Farben an, an der Stelle hat, dann verschwindet die Linie. Bei Schwarz oder ähnlichen Sachen, da hat man die Linie. Die grüne Linie daneben, die ist ein bisschen anders. Hier ist es nämlich so, dass zwar grün dauerhaft an ist, aber gleichzeitig die anderen Farben nicht angesteuert werden können. Das heißt, die sieht man immer, egal was man macht. Die hat man sowohl bei Schwarz, weil Grün halt die ganze Zeit an ist, als auch bei Weiß, weil Grün zwar an ist, aber die anderen Farben sich nicht einschalten lassen. Das Einzige, wo die halt verschwindet, wäre bei einem grünen Bild. Ärgerlich, aber müssen wir jetzt wohl erstmal mitleben. Und kurzer Einwurf, ich habe mir das Ganze jetzt hier für den Schnitt nochmal genauer angeguckt mit dem Mikroskop und so. Und da sind tatsächlich ein paar mehr kaputt. Wir haben die rote und die grüne, die dauerhaft leuchten. Haben dann einen blauen und roten, der sich nicht ansteuern lässt, aber noch einen zusätzlichen roten, der auch hängt. Also es sind zwei rote Kanäle kaputt, die dauerhaft aus sind. Ein blauer, der dauerhaft aus ist und ein roter und ein grüner, die dauerhaft an sind. Nicht schön, aber dadurch, dass das so dicht beieinander ist, fällt es eigentlich nicht wirklich auf. Aber wir sind ja Bastler, also machen wir uns mal daran, hier das uns etwas genauer anzugucken. Und üblicherweise bei diesen Monitoren, da ist vorne der Rand, der an der Seite ist, entsprechend geklippt. Wenn wir auf die Rückseite gucken, da gibt es auch keine Schrauben oder irgendwas. Nur hier unten in dem Bereich von der Öffnung, wo sonst eigentlich der Ständer drin ist. Und ich denke nicht, dass die etwas damit zu tun haben. Interessant im Übrigen auch das Garantiesiegel. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das ist schon mal geöffnet worden. Also da hat sich wohl schon mal jemand dran versucht. Keine guten Vorzeichen für uns. Denn ja, damit können wir, denke ich, schon mal so einfache Sachen wie Kabel ist nicht mehr richtig eingesteckt ausschließen. Aber versuchen kann man es. Das heißt, ich gehe dann jetzt hier einmal rund und versuche die Clips rauszukriegen. Das ist natürlich oben links ein bisschen aufpassen, weil da das Ding ja schon gebrochen ist. Aber hier so sollte das eigentlich irgendwie auseinandergehen. Eine Cliprunde später geht die sogenannte Bezel, also das vordere Plastik, ab und das reine LC-Panel mit der Rückwand bleibt übrig. Das ist dann nicht nochmal irgendwie geschraubt, das heißt, wenn wir so ein bisschen kippen, da fällt das dann einfach raus und so kann man das dann entsprechend entnehmen. Muss natürlich aufpassen dabei, denn das Panel ist natürlich irgendwo verbunden, das heißt, da hinten drin, da sind so ein paar Kabel. Wenn wir gucken, wir haben hier dieses Zweierkabel, was da oben oder jetzt rechts im Bild hängt und das Flachbandkabel in der Mitte. Das Zweierkabel Hintergrundbeleuchtung, das in der Mitte für die eigentlichen Bilddaten. Glücklicherweise beide gesteckt. Das Zweierkabel hat so ein JST, müsste das glaube ich sein, da zwischendrin. Und das Flachbandkabel, das ist so ein typisches LVDS-Kabel. Die kann man meistens an der Seite zusammendrücken, da sind ein paar Haken und dann kann man es einfach nach oben rausziehen. Also, machen wir mal beides lose und dann ist das Ganze frei. Wir können das Panel dann hier in Ruhe uns angucken. Auf dem Panel selber haben wir drei Boards, zwei ganz lange, die sehen wir jetzt hier rechts im Bild. Das sind die, die die eigentliche Monitoransteuerung machen. Entsprechend für jede Hälfte des Monitors eins. Wahrscheinlich sitzen da Zeilen- und Spaltentreiber gemeinsam drauf, weil sonst gibt es nichts. Und als drittes Board haben wir hier das Hauptansteuerding. Das ist tatsächlich so ein Umwandler von LVDS. Das heißt also, die Ansteuerung vom Panel, die erfolgt hier mit so Standarddaten. Diesen LVDS-Stecker kenne ich zum Beispiel von meinem Laptop. Also ich könnte wahrscheinlich das Ding hier einfach an meinen Laptop klemmen oder so. Naja, gut, zugegeben, die Firmware wird wahrscheinlich nicht passen. Aber ja, von der Technik sieht es erstmal ähnlich aus.
Wenn wir da mal die Isolierung hier wegmachen, diese Isoliermatte, dann sehen wir auch, da sind nochmal zwei kleine Flachbandkabel dazwischen, die diese Treiberbausteine mit der eigentlichen Logik verbinden. Die sind hier in so Ziffsockeln drin, sehen jetzt auf den ersten Blick eigentlich auch in Ordnung aus. Also ne, sieht nicht so aus, ob es da irgendwie durch den Sturz einfach nur was gelockert hat. Schade. Ansonsten, wie gesagt, hier kommen die Daten dann rein, werden von dem Board verarbeitet und dann über diese beiden Sachen auf den Rest vom Monitor rausgeschickt. Da aber die Flachbandkabel hier die Hauptplatine, diese Steuerplatine zu den Treibern verbindet, nicht so viele Pins wie Linien hat, können wir, denke ich, davon ausgehen, dass bei dem Fehler, den wir aktuell sehen, der Fehler nicht auf der Hauptplatine, sondern hier auf diesem Treibergedönse da liegt. Das heißt, das ist das, was wir uns näher angucken müssen. Das, was am ehesten dazu passen würde, ist, dass hier oben diese sogenannten Hotbars, das sind die kleinen Kabel, die vom eigentlichen Glaspanel auf die Boards hier drauf gehen, dass da irgendwo was nicht mehr richtig in Ordnung ist. Das würde auch logisch passen, weil bei einem Sturz, hey, mechanische Belastung, vielleicht geht da eine Lötstelle kaputt und hier diese Flachbanddinger, die sind halt wirklich nur dünnes Plastik mit ein bisschen Beschichtung, was da aufs Board gelötet ist. Das ist jetzt nicht sonderlich stabil. Was man da machen kann, Hinweis, bitte nicht nachmachen, weil da können je nach Technik, die eingesetzt wird, auch mal höhere Spannungen zu finden sein. Hierbei bin ich mir sehr sicher, dass das nicht ist. Und deswegen werde ich jetzt hingehen und die einfach mal im Betrieb, wenn es angeschaltet ist, andrücken. Das heißt, auf die Kabel einfach mal draufdrücken, um zu versuchen, okay, wenn ich da eine Verformung reinbringe, kriege ich dann wieder an irgendeiner Stelle Kontakt. Einfach um zu gucken, ob da etwas ist. Am besten sollte man es natürlich mit irgendwie einem Plastikspatel oder so machen, einfach um zu verhindern, dass man da irgend mit der Spannung in Berührung kommt. Hier, wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass da nichts ist. Also probieren wir das mal. Dafür müssen wir natürlich hier das Board wieder komplett anklemmen. Das heißt, das Flachbandkabel und so muss auch da dran. Das ist jetzt ein bisschen nervig, aber ne, so sieht der Plan aus. So, wenn wir jetzt hier gucken, ich habe das jetzt hier wieder mit dem PC dran und sieht nicht so aus, egal wo ich hinten drücke, es tut sich leider nichts. Tja, ich habe die Befürchtung, gegen diese eine Linie oder die zwei Linien können wir dann erstmal nichts machen. Wogegen wir aber etwas machen können, das ist dieser Lichthof oder diese eine Stelle, wo das Schwarz so seltsam aussah. Denn hier oben in diesem Bereich, da ist dieser äußere Metallwinkel, der nochmal da drum ist, der ist ein bisschen nach innen gedrückt und der drückt da auf das eigentliche Glas. Und das ist natürlich ungesund. Das heißt, ich schraube den jetzt hier erstmal ab, diesen Rahmen, und biege den an der einen Stelle dann nochmal ein bisschen nach außen, dass er wieder in Anführungszeichen normal ist und nicht mehr an die Stelle drückt. Das Ganze wieder rückwärts. Und dann sollte zumindest dieser eine kleinere Fehler dann behoben sein. Was die Bezel angeht, da ist nicht allzu viel zu machen. Es ist halt ein Riss drin. Also mischen wir mal ein bisschen was hier an zwei Komponentenkleber und verteilen das dann großzügig an der Stelle. Muss natürlich aufpassen, dass man da nichts mit Kleber füllt, wo am Ende die Clips und Halterungen von der anderen Seite dann reingehen. Aber ja, dadurch, dass wir dahinter ein bisschen aufbauen können, kriegen wir da zumindest wieder die Stabilität rein, dass da dieser Plastikrahmen was macht. In jedem Fall, denke ich, ist es wirklich nicht groß relevant, weil dahinter ja, wie wir gesehen haben, auf dem Display nochmal ein Metallrahmen drauf ist. Das heißt also, die Stabilität selber, die wird eher vom Metallrahmen kommen und nicht hiervon. Von daher, man hätte es wahrscheinlich noch nicht mal kleben müssen, aber hey. Wenn ich ihn schon mal auseinander habe, dann machen wir die Stelle nochmal richtig, sodass auch da nichts passieren kann. Das Ganze muss dann natürlich ein paar Stündchen trocknen und dann können wir weiter gucken. Ja, wie schon angedeutet, ich habe den Rahmen mit ein bisschen Kleber geklebt, muss noch ein bisschen was an Farbe drüber, dann sieht das nicht mehr ganz so schlimm aus, aber ja, die Stabilität, die ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr das Problem. Ansonsten, ja, er steht jetzt hier auf einem meiner Plätze und ja, ich denke, jedem ist klar, es ist nicht das Ergebnis, was ich haben wollte. Ich habe halt wirklich gehofft, dass irgendwo eine Heatbar kaputt ist, ein Kabel vielleicht kaputt ist, vielleicht auch ein Chip. Aber irgendein Fehler, den ich sinnvoll beheben kann, das hier, das sieht mir sehr danach aus, als ob es wirklich im Panel ist. Das könnte ich zwar sicher auch weiter zerlegen und versuchen, da drin noch was zu machen, aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei was kaputt mache, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass ich es repariert bekomme. Und naja,
auch wenn der Streifen nervig ist, im täglichen Betrieb ist er dann halt nicht so offensichtlich. Man kann ganz gut damit auch arbeiten, trotz des Streifens. Und ich denke, ich werde das dann auch dabei belassen. Am Ende soll das Ding primär als Werkstattmonitor zum Einsatz kommen. Und naja, wenn da halt eine Linie drin ist, dann ist eine Linie drin. Das ist dann jetzt, denke ich, das geringere Übel. Und hey, für den Preis, einen Monitor in der Größe, selbst wenn ich eine kleinere Auflösung geholt hätte, hätte ich da einen neuen auf jeden Fall nicht für bekommen. Von daher, für mich ist das soweit okay. Was die Befestigung angeht, aktuell ist das Ding halt einfach auf einer Dockingstation, Adaptern und Routern und so weiter draufgestellt und nach hinten mit ein bisschen, wie auch immer man das Material generisch nennt, halt so hartem Schaumstoff nach hinten abgestützt. Auf Dauer wird da natürlich einfach irgendeine billige Wandhalterung hinkommen. Solange man die nicht dreht oder so, kriegt man die für wenig Euro. Und ehrlich gesagt finde ich das auch deutlich besser als so ein Ständer auf dem Tisch. Denn dann, wenn man an die Wand macht, hat man halt unten drunter nicht diesen riesen Fuß, sondern kann beliebig Zeug hinlegen und sich da breiter machen. So. Auch wenn es nicht 100% das ist, was ich haben wollte. Er läuft jetzt hier. Offensichtlich klappt er ganz gut, denn ich habe gerade das Video da drauf geschnitten. Und würde sagen, dass das Ding damit das tut, was es soll.